Es war ein kalter Novemberabend. Regen prasselte vom dunklen Himmel. Ralf Kabubke betrat den Supermarkt durch die Schiebetür. In den glänzenden, langen Gängen wirkte der gedrungene, dicke Mann in Jogginghose und uraltem Regenmantel wie ein Fremdkörper. Schnaufend watschelte er zum Regal mit den Essenskonserven. Der wöchentliche Einkauf von Fertigfraß verlangte ihm mittlerweile viel ab. Aber bald würde er endlich wieder in Ruhe auf seinem Sofa sitzen können. Er stellte sich bereits vor, wie er die Dose Chili con Carne in sich reinlöffelte. 12 große Dosen stapelte er in seinen Rucksack, 5 weitere in seinen dreckigen Jutebeutel. So wie immer. Kabubke schlurfte weiter durch den Markt, um die üblichen weiteren Produkte einzupacken. Tütenweise Süßkram, 5 Flaschen Wodka und einen 500-Gramm-Eimer Tabak. Jeweils das günstigste, was der Laden zu bieten hatte. Immerhin musste er mit seinem Arbeitslosengeld haushalten, wenn er nicht wieder in der letzten Woche des Monats hungern wollte. Da sein Herz und Magen nun alles hatten, was sie begehrten, steuerte er die Kasse und den jungen Mann dahinter an. Lukas saß hinter der Kasse und verzog das Gesicht, als er Kabubke sah. Der Kassierer kannte ihn nur zu gut. Jeden Dienstag um 20 bis 20.30 Uhr kaufte er hier ein. Immer das Gleiche. Das störte ihn zwar nicht, was ihn allerdings sehr störte, war jedes Mal der bestialische Gestank, der von diesem Kerl ausging. Als hätte er seit Monaten nicht geduscht. Alles an ihm war einfach eklig. Seine speckige Kleidung, seine braunen, krummen Zähne, soweit sie überhaupt noch vorhanden waren, seine fettigen Haare, sowie sein absurd aufgedunsener, fetter Körper von schätzungsweise 170 bis 180 Kilogramm. Ende 40 sollte dieser Kabubke sein, auch wenn er aufgrund seiner körperlichen Verwahrlosung viel älter aussah. Und seit über 20 Jahren arbeitslos, wie ihm ein Kollege mal erzählt hatte. Guten Abend, grüßte Lukas den Kunden, wie es die Etikette verlangte. Eine Erwiderung blieb aus. So schnell er konnte, zog er alle Lebensmittel, die der Dicke aufs Fließband gelegt hatte, über den Scanner. 62,94 € macht das einmal bitte. Wie? Seid ihr teurer geworden? Bitte? Ob ihr teurer geworden seid? Meine Fresse, bist du taub? Sonst zahle ich immer für die gleiche Scheiße 60 € und ein paar Cent. Ich glaube, das Weingummi, von dem Sie 14 Tüten gekauft haben, ist jeweils um 20 Cent teurer geworden. Das könnte die Differenz erklären. Verdammte Halsabschneider! Den Ärmsten der Armen nehmt ihr das Geld! Dabei benebelte Kabubke Lukas mit seinem nach Verwesung riechenden Atem die Sinne. Lukas murmelte einen Fluch. Was? Du bekommst, was du verdienst. Benötigen Sie den Kassenbon, mein Herr? Steck ihn dir in den Arsch, kleiner Klugscheißer! Rief Ralf wütend, während er sein Wechselgeld in die Tasche steckte und aus dem Laden watschelte. Der Ärger über den Kassierer im Supermarkt wich bald aus seinen Gedanken. Nicht, weil Ralf Kabubke ein ausgeglichener Mensch war, sondern wegen der puren Anstrengung, die ihn sein kurzer Weg nach Hause kostete. Schweiß lief ihm trotz der angenehmen, lauen Temperaturen und seines langsamen Schrittes von der Stirn. Seine Knie, Füße und Rücken schmerzten bereits und sein Herz vollbrachte in seinem Inneren Höchstarbeit. Und wenn er zu Hause war, auch noch bis in den zweiten Stock raufklettern, da müsste er bestimmt wieder zweimal Pause machen. Was freute er sich auf sein Sofa? Der Mann bog in eine dunkle Seitenstraße ein und setzte seinen Gewaltmarsch fort, bis er etwas entdeckte. In einer Ecke neben einem Müllcontainer stand eine Person. Ein Kind offensichtlich, gehüllt in einen knallgelben Regenmantel und in roten Gummistiefeln. Was machte es hier? Das hier war kein Ort für ein Kind, schon gar nicht um diese Uhrzeit. Aber was kümmerte es ihn? Er würde einfach weitergehen. Er hatte im wahrsten Sinne des Wortes schon genug Last zu tragen. Du hast aber viel dabei. Kabubke ignorierte sie. Kannst du nicht reden? Natürlich kann ich reden. Geh nach Hause, anstatt mich zu nerven. Ich habe kein Zuhause.
Nun blieb der Mann stehen und wendete sich dem Kind zu. Es war ein kleines Mädchen, vielleicht 8 Jahre alt. Ihre eisblauen Augen blickten ihn direkt an, ohne eine Spur von Schüchternheit. Warum hast du kein Zuhause? Sie sah ihm nicht aus wie eine Obdachlose. Dann kam ihm jedoch ein Gedanke. Sag mal, wo sind eigentlich deine Eltern? Ich habe keine Eltern. Kein Zuhause? Keine Eltern? Wohnst du in einem Heim oder was? Sie antwortete nicht. Wütend und laut wiederholte Ralf seine Frage. Blödes Kind! Erinnerte sich dann wieder an die Chance, die er hier sah, und fügte in einem freundlichen Ton hinzu. Ich will dir nur helfen. Ja, das kann man so sagen, dass ich in einem Heim wohne. Ist dein Heim hier in der Nähe? Nein, leider nicht. Es ist ziemlich weit weg. Großartig, dachte Kabubke im freudigen Gefühlsüberschwang. Ein Kind, welches niemand so schnell vermissen würde. Weit weg von allen Bezugspersonen. Das dumme Balk musste wohl in einen falschen Bus gestiegen sein und war nun hier gestrandet. Hör mal, willst du mit zu Onkel Bert nach Hause kommen? Du hast doch bestimmt Hunger und es regnet. Du wirst ja ganz nass. Es interessierte ihn herzlich wenig, ob die Kleine Hunger hatte oder nass wurde. Er hatte Interesse an etwas anderem. Deshalb hatte Ralf ihr sich als Onkel Bert ausgegeben. Daran würde sich die Kleine höchstwahrscheinlich nämlich erinnern können. Und da er Ralf und nicht Bert hieß, würde die Polizei ihm später auch nicht auf die Spur kommen. Er war einfach ein gottverdammtes Genie. Das wusste Ralf Kabubke schon immer. Ja, gern. Ich habe großen Hunger, Onkel Bert. Dann komm mit. Kabubke stapfte schwerfällig weiter. Das Mädchen folgte ihm. Wie hieß sie eigentlich? Na, egal. Ihr Name war nicht relevant für ihn. Nach gut einer Viertelstunde waren die beiden endlich in seiner Wohnung angekommen. Der Mann hatte sich schwerfällig die Treppe hochgewuchtet und seine Begleiterin eingespannt, um seinen Rucksack und die Tasche zu tragen. Erschöpft ließ Ralf sich in das uralte Sofa fallen. Das Mädchen nahm in einem ebenso ramponierten Sessel Platz. Nach 10 Minuten hatte sich sein Puls wieder normalisiert und seine Gedanken kehrten zu seinem Plan zurück. Er blickte zu ihr. Still und regungslos saß sie ihm gegenüber. Onkel Bert, wann gibt es zu essen? Was? Na, du hattest doch gesagt, dass ich etwas zu essen bekomme. Ach so, ja gleich. Geh schon mal ins Schlafzimmer. Die Tür da links vorne im Flur. Ich komm dann gleich nach. Mit diesen Worten richtete sich Kabubke unter Schnaufens auf. Ist du immer in deinem Schlafzimmer? Die Kleine nervte ihn allmählich gehörig. Stell nicht immer so dämliche Fragen. Keine Widerworte jetzt. Geh ins Schlafzimmer. Ich komme gleich nach. Immer noch komplett ausdruckslos, wie es kein Pokerspieler besser hinbekommen könnte, erwiderte sie seinen Blick. Gerade als der Mann dachte, sein Geduldsfaden würde reißen und sie anbrüllen wollte, erhob sich das Mädchen und ging ohne ein Wort ins Schlafzimmer. Sehr schön. Ralf Kabubke stand mit beiden Händen auf das Waschbecken gestützt im Badezimmer. Sein Puls raste. Diesmal nicht vor Anstrengung, sondern vor Aufregung. Es war schon eine Weile her, dass er so etwas gemacht hatte. Das letzte Mal war er auch noch jünger und vor allem leichter gewesen. Wie sollte er sie danach loswerden? Er konnte sie nicht vor die Tür setzen, da hätte er sich genauso direkt selbst anzeigen können. Aber so weit hatte er nicht gedacht und seine Gier war nach so langer Zeit einfach zu groß gewesen. Die Situation war einfach zu ideal gewesen, um sie verstreichen zu lassen. Reiß dich zusammen, Kabubke, befahl er sich selbst und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Du ziehst das jetzt durch und danach setzt du die Göre irgendwo in der Stadt aus. 2-3 Kilometer entfernt von seiner Wohnung. Genau. Auch wenn das ein wahrer Kraftakt werden würde, aber egal. Er hatte danach Zeit, bis zum nächsten Einkauf sich auszuruhen. 6, vielleicht 7 Tage. Los jetzt.
Entschlossen wie lange nicht mehr, schritt Ralf in flotten, langen Schritten aus dem Badezimmer, vergewisserte sich, dass die Wohnungstür abgeschlossen war, und ins Schlafzimmer hinein. Die Kleine saß auf seinem Bett, immer noch ausdruckslos. Zieh dich aus. Gibt es kein Essen? Quatsch nicht! Zieh dich aus! Du musst nicht schreien, Ralf. Woher weißt du? Ich meine, ich heiße Bert. Hab ich dir doch erzählt? Nein, du heißt Ralf. Halt's Maul und zieh dich aus! Schrie Kawubke und versprühte dabei eine Ladung Speichel. Das Mädchen stand auf. Ich weiß, was du getan hast, Ralf Kawubke. Der Mann wischte sich erneut den Schweiß von seiner Stirn. Was war das für ein krankes Kind? Er wollte doch nur nach einer gefühlten Ewigkeit wieder einmal seine Bedürfnisse befriedigen und sich nicht so mit einem Psychokind herumschlagen. Du vergehst dich an Kindern, Ralf Kawubke. Und das schon seit vielen Jahren. An verwaisten Kindern, die niemand vermisst. Vor Schreck fiel dem Mann seine Kinnlade nach unten. Woher wusste sie das alles? Seinen Namen konnte die Göre eventuell von irgendeinem herumliegenden Brief oder ähnlichem haben. Aber der Rest? Woher wusste sie über seine Machenschaften? Ralf hatte nie jemandem etwas davon erzählt. Und er war, wie sie richtig festgestellt hatte, immer vorsichtig vorgegangen, hatte nur Kinder ausgewählt, die niemand mehr so wirklich vermisste. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Woher weißt du das? Mehr brachte der vollkommen Verwirrte nicht hervor. Ohne Worte und mit der gleichen nichtssagenden Miene blickten sich beide an. Schließlich öffnete das kleine Mädchen in dem gelben Regenmantel und den roten Gummistiefeln den Mund und sprach wie in Zeitlupe. Du bekommst, was du verdienst. Kawubke riss endgültig der Geduldsfaden. Er stürmte auf sie zu, wollte sie schütteln und ihr diese dämlichen Klamotten wegreißen. Der Mann packte das Mädchen grob an den Schultern. In diesem Moment verspürte er einen stechenden Schmerz in der Brust. Er zog ruckartig die Luft ein und griff sich an die schmerzende Stelle. Sein Herz raste und hämmerte gegen die dicke Hülle seines Besitzers. Still und ohne einen Ton hatte sie ihn die ganze Zeit aus ihren schwarzbraunen Augen angestarrt. Moment, schwarzbraun? Hatte sie vorhin nicht eisblaue gehabt? Was bist du für eine kranke Psychogöre? Das Kind beantwortete seine Frage nicht, sondern schritt langsam auf ihn zu. Panik ergriff Ralf. So schnell er konnte, flüchtete er aus dem Zimmer. Schweiß strömte in wahren Flüssen von ihm herab. Er wollte weg, einfach nur weg. Kawubke riss an der Tür. Sie war abgeschlossen. Fuck, natürlich. Wo war der beschissene Schlüssel? Auf dem Wohnzimmertisch. Unter größten Anstrengungen humpelte der Übergewichtige zurück ins Wohnzimmer. Da lag der Schlüssel. Gerade als er vornübergebeugt nach dem Schlüssel griff, durchfuhr ihn ein erneuter heftiger Schmerz. Paralysiert durch die Schmerzen fiel er wie ein nasser Sack auf den Fliesentisch, der unter der Last von fast 4 Zentnern nachgab und zusammenbrach. Unter größten Anstrengungen drehte sich der Mann auf den Rücken. Jeder einzelne Atemzug brannte in seiner Lunge. Jeder Herzschlag stach wie ein Hieb mit einem Messer in seine massige Brust. Er wollte aufstehen, aber sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Das Letzte, was Ralf Kawubke in seinem Leben sah, war, wie das Mädchen in Seelenruhe aus seinem Schlafzimmer kam und ihn aus ihren dunklen, unmenschlichen Augen anblickte. Mit seltsam verzerrter Stimme sprach sie: Du bekommst, was du verdienst.